Frage. Nix, ich war zu Hause, ich bin am Essen. Ich bin Was? krank. Was hast du denn für Krankheit, wenn ich fragen darf? Schnupfen. Ah, okay. Und wo bist du Single oder hast du einen Freund? Ich bin Single, ich habe keinen Freund. Warum so eine hübsche Frau wie du Single? Warum so ein hübscher Mann so wie du Single? Weil ich ein Sigi bin. Bak Oder was? Schau mal, du fragst, ich. Schau mal, ein Lover wie ich, eine Playboy, darf nichts Freundin haben, weißt du, immer unterwegs und ich muss immer wechseln. Kannst du gleich aber jetzt warte, ich super. kann nicht verstehen, dein Content ist so, ne, dass du irgendwie hier Frauen an. Nein, nein, Wallah, nein, seit Monaten mache ich das. Kannst du jedes Mal die gleiche Suppe essen? Nein. Siehst du, und das ist bei mir mit den Frauen auch so. Ich muss Kann sie. Nudel essen. Hä? Aber ich kann jeden Tag Nudel essen. Ja, dann viel Spaß bei einem Mann. Oh Gott. Willst du mal nicht später heiraten, Kinder kriegen? Nur weil du in den System mitgehen musst, warum soll ich mitgehen? Warum System gehen? Willst du mal nicht Kinder kriegen? Was bringt mir so beschissen als vier Kinder? Was bringt mir das außer Kindergeld? Bringt mir doch nichts. Ach Quatsch, hör drauf. Ich habe doch zwei Nichten. Was gibt's denn nicht? Es gibt yani dünya güzeli bir şey ya çocuk olması. Ich O bitte. zaman wenn du so eine Kind bist, yapayım sana bir tane ay video. Okay, von dir will ich auf jeden Fall kein Kind, yani. Da Aber bin ich bestimmt. warum hast du noch kein Kind? Bak, guck mal, du kannst eigentlich richtig nett sein, ne, wenn du willst. Bak, Ja. gerçekten efendi, düzgün, tipin de yerinde, aber böyle cıvıtıyorsun bazen, ya. Hey, wenn man mal die Meinung sagt, warum ist das schlimm oder was? Was hab... Guck mal, wenn man anständig mit dir redet, kannst du ja anständig so reden, ne? Ja. Habe ich Ja. gemerkt. Aber Ja, wo wohnst du denn nochmal? Köln. Ich war voll oft in Köln. Wieso hast du mit mir nicht getroffen? Kennen wir uns? Jetzt, schau mal, was ist das für was sind Dates für Treffen da, dass wir uns kennenlernen? Sag mal ehrlich, bist du hängen geblieben? Dein IQ wie eine Schnecke? Für was treffen man sich, dass wir uns da kennenlernen? Wie soll das gehen? Wie sollen wir uns kennenlernen, wenn wir uns nicht treffen? Schon mal darüber nachgedacht? Ja, hast du mal Lust auf ein Date? Hä? Bak, beleidigen, yapma. Nein, wallah, ich mach. Hast du Lust auf Beleidigen, ein Date? yapma. Bak, Ah. böyle konuşursan gerne. Sehr gerne. Echt jetzt? Echt. Könntest du auch mit mir Beziehung vorstellen? Ich schwöre, meine Hand ist so, ne? Wenn du anfängst zu Lan yemin ederim yapmayacağım dedim. yemin ettim bak. İş bak, yemin Allah ettim. ya. Gerçek sözdür bak. Ich Gerçek. schwöre dir. Bis schau mal. Bis 11 Uhr bin ich normal. 11 Uhr ist bei mir Action Time. Bis 11 Uhr rede ich mit dir normal. Okay. Okay, erzähl mal, schieß los. Ja, was für, was kurz, ich muss. Dieser Tankstellentyp hat mich eigentlich angemacht. Ich habe mich, warte kurz, ich habe mich selber gefilmt und der meinte, oh, der tätowierte Asozial hat eh kein Geld. Danach hat er von mir 10 Euro Trinkgeld bekommen und diese 10 Euro will ich wieder zurück, denn mit diesen 10 Euro hat er selber Jägermeister gekauft. Dieser alte Mann war nicht korrekt. Jetzt zum zweiten Thema mit Yunus Amiri. Yunus Amiri ist ein Showmaster. Wallah, der kann nicht mal Ilahi lesen, der kann keine Silbe vom Koran. Der tut Koran in Deutsch lesen, übersetzt auf Arabisch oder was auch immer. Hol mir diesen Mücahit rein, den feiere ich. Das ist ein richtiger Moslem. Der kann was, der verbreitet gute Sachen. Ich kann auch so einen Mantel anziehen und vorgehen. Wir haben neue Moschee aufgebaut, bitte spendet. Yunus Amiri ist eine Zionistin, nichts Moslem, nichts guter Mann, dieser Mann, bitte. So, jetzt zu dir. So, ohne Scheiß, ich habe viele Frauen getroffen und so. Ich war gestern wieder unterwegs und war krank. Aber was bringt meine Krankheit oder mein Rolex? Oder mein Glück, mein Fame, wenn die richtige Du Penner! Deine Rolex, deine gefälschte Rolex? bach şimdi. Wir machen einen Test, ob die gefälscht ist, wenn du ein bisschen Ahnung hast. Tamam mı bach? Bir suyun altına tutacaksın, değil mi? Nein, nein. Bach valla iyi dinle. Bak bir Rolex, du merkst sofort, glänzt oder nicht? Boah, ich habe keine Ahnung von Rolex, ne? Was laberst du dann? Ich schwöre, halt die mal unter Wasser! Könnte ich machen, aber mache ich nicht. Arda nasıl bana sor çakma diyor bak. Arda çakma diyor. Der hat Ahnung davon. Arda ne anlar ilin çobanı allein der Name. Was hat ein Türke Ahnung von Rolex? Hayatında Rolex görmüş mü? Görmüş bak ich, üç tane varmış kendisinde. Ya, diese Hartz IV Rolex kann jedes, bak. Okay, halt die mal unter Wasser. Ich He, glaube, ondan daran sonra. kann man auch ein bisschen checken, ne, dass sie echt ist. Bak, bak. Bak mal, ob er meint. Schau, siehst du? Ich Bak, glaube. da steht sogar Nummern, alles. Ich kann sogar den. Das ist von einem guten Freund geschenkt worden.
Aber die ist ein bisschen älter, die muss noch gestrampft werden. Die ist 100% original. Die ist, hat gefälscht. einen Wert mittlerweile von 40.000 Euro, ohne Scheiß. Der Anschluss gefälscht, ja, Sir. Was? Bandanschluss. Kim diyor onu? Arda diyor. Arda'nın götünü sikeyim, öyle söyle. Sanki Yalancının Türk. amına, yalancının amına koyayım, öyle söyle, E sakin diyor. alo. Doğru Ya. konuşacaktın ya. Adam Ya bro, Türk. Ben nasıl yalan disini. söylesin sana? Bro, ich werde mit ihm, der soll später in mein Live kommen. Ich gehe vor Live Kamera morgen, morgen in Juwelier. Und lass den nochmal da richtig überprüfen. Tamam gerçek, tamam. Hadi diyelim gerçek. Jetzt will ich aber nicht mehr, dass es echt ist. Jetzt ist gefälscht. Arda ist sikiyim. Trotzdem. Jetzt will ich das. Oh, Jetzt bir will ich nicht mehr, kutlaydı. dass mein Rolex, das Sen ist gefälscht. kızdın Und ich bin mı? stolz. Kuça kızdın mı sen? Ya jetzt will ich das nicht mehr, dass es original ist. Jetzt Oh. will ich, dass es hier. Die ist echt, Kıyamam. danke. Biggie, ich weiß, aber egal, lass wir Leute reden. Aber jetzt will ich nicht Zaten mehr. Jetzt sonra... will ich, dass es fake bleibt. Çağrıydı değil mi senin adın? Ja, immer noch Herr Çağrı, gell? Wir sind keine Sauffreunde, wir waren noch nicht unterwegs. In Deutschland gibt es ein Gesetz, du musst mich Herr sagen. Nicht Hesa. einfach duzen, Herr Çağrı, ja, oder Herr Allah. Engel. Ja, erzähl. Du sollst mal Garantiekarte zeigen. Der hat das Geschenk bekommen, hat er gesagt. Oğlum, original diyorum ya. Ich gehe morgen, Arda. Bak, wenn das morgen nicht original ist, ich gehe Juwelier. Vor deinen Augen, Arda. Und dann? Originalsa, ebeğin amını sikeceğim. Original değilse beleidig mich wie du willst. Ey. Pazar geholt diyor. Ey sen de Arda warum du sen de tam şey yapıyorsun ya. Komisyonu Arda, yapıyorsun. pazarda anam vardı Adam oğlum. zaten bir dokunsan patlayacak yani. Ya saatli bomba kendisi Hey, biliyor musun? sen şu sen mi ehrlich? Scheiß mal auf das Rolex und so. Wer ist schon der Typ? Ob du mein Typ bist? Sei ehrlich jetzt, nicht Oder lügen nein, oder so. ich schwöre. Bitte? Bak früher war besser deine Haare. Die Haarfarbe von dir war früher besser. Ja, aber allgemein von jetzt so, von charaktermäßig, Aber wenn von, du so anständig redest, ja. Aber wenn sobald du wieder so ein Joschmack machst, dann gar nicht. Nee. Joshua. Nein, Wallah, bei dir nie wieder. Du bist jetzt meine Prinzessin, ab jetzt nehme ich dich in mein Leib. Auch wenn du einen ganz, ganz leichten Schnurrbart hast, trotzdem bist du willkommen. Vallahi ich habe keinen Schnurrbart. Wallah, hey, hast du eigene Wohnung? Nein. Ah, das mag ich nicht bei Frauen. Warum? Wohnst du noch bei Eltern? Bald habe ich eine eigene Wohnung, Dezember. Ich warte noch auf meine Küche. Auch Ah, wenn ja, okay. ich würde dich nicht einladen. Hast du eigenes Auto? Ja. Super, das ist schon mal sehr gut, sehr guter Fortschritt. Was arbeitest du? Ich soll nach deinem Sohn fragen. Ich Ja, arbeite was mit? Flughafen. Was mit meinem Sohn? Keine Ahnung, ich soll dich fragen. Ja, ich habe einen Sohn, aber es war ein Unfall hier. Der heißt Götvrenovic. Du Und Idiot, ja. das war ein Unfall. Das war, Bist du eigentlich das? war, nein, das ist wirklich mein Sohn. Das Nein, Ziel war ja, du ein Apfel bist hat das. Das ist ein gezogen. altes Bild. Zeig mir nochmal. Voll süß. Valla. Zeig mir nochmal. Der Ziel Valla war bist ja, du hier, das sind meine zwei Babys, meine zwei Rambos, meine zwei Fluchis. Boxer Rambo. Geil. Ey, das bist du. Nein, das ist mein Sohn. Doch, Engel, Der das heißt bist Götvrenovic. du. Hä? Kıyamam. O kadar ne zaman ne kadar masummuşsun ya. Şimdi tam Teufel. Bruder, das ist die Welt. Wenn du schau mal, Ne tutmuş Bruder? Baby, Entschuldigung, Şansu, wenn du jeden Tag damals wirklich als Außenseiter dastehst, was ich wie Eminem, ich war damals Eminem im Bus, habe ich immer hinten gesessen. Im Bus ganz hinten, weißt du? Ja. Da, wo die Coolen sitzen. Nein, ganz hinten, einsam und alleine mit Harry Potter Brille. Und wenn du nur von der Gesellschaft abgestoßen bist, dann musst du irgendwann hart sein, verstehst du? Döveyim mi ben onları? Nein, jetzt habe ich doch alles. Jetzt gehen doch. Şimdi karı kıza nur einmal schnippen kommen, aber ah, du bist was Besonderes. Bei dir möchte ich wirklich kennenlernen. İnanmış gibi yapayım mı? Nein, manikim. Oğlum, vallahi ciddiyim. Wie alt bist du denn? Was schätzt du? Vallahi du hast so, man kann dich 19 schätzen, Ende 40, Mitte 30, ich nehme 27. Wie viel? 27. Ah, Wie alt? 29. Wie alt bist du? Ich bin 19. Nein. Aber ich Doch. glaube, du bist jünger als 30, definitiv. Ich bin 33 lan. Yalan. Vallahi. Ciddisin, vay be.
Viel Ester, viel Alkohol hat dich jung am Nagel. Ach Quatsch, was viel Alkohol. Mag färbt deine Haare, aber glaub mir, dann siehst du besser aus. Aber viele, wir machen eine Abstimmung, viele sagen, die Haarfarbe ist das Beste, was Engel passieren konnte. Ach Quatsch. Schau hier, warte. Rot ist diese Haarfarbe, blau ist sie, hat recht. Mach die alte Haarfarbe wieder. Ey, Leute, mach dem doch kein. Sag doch die Wahrheit, Janine, nicht? Ja, Abartismus. nur weil du das sagst, ich schwöre dir, 300, ich schwöre dir, seit ich das hab und Gesicht habe ich Frauen geklärt, ist nicht mehr normal. Wallah, ein Gespräch steht dir Davor am nicht? besten. Hä? Davor nicht? Ja, davor übergewichtige Wenn du, Bettinas. guck mal, wenn du so redest, dann klärst du viel, viel mehr Frauen als sonst. Okay, vielleicht hast du weniger Zuschauer, weil du Aber keine Frauen und keine. warte mal, warte mal. Wer sagt, dass ich die Frauen klären muss? Die sollen mich klären, wenn die Glück haben. Wallah, mittlerweile ist es so. Du musst mit mir Glück haben. Wallah, gestern hat mich einer angelangt. Ich wollte die anzeigen wegen Belästigung. Du musst erst einmal Glück haben, dass du überhaupt mit mir reden darfst und an einen Tisch sitzen kannst. Die Aber Zeiten warum? sind Weil nicht. die kennen, ne? Aus Social Media. So ist das. Die Zeiten sind mir nicht so, dass ich 300 Kilometer laufe für eine Bettina, dass ich einen Kuss. Nein. Wallah, auch Social Media hin oder her. Seit 4 Jahren geht das so. Je mehr du arroganter bist, Wallah, die kommen. Wenn die Glück hat, kann mich sogar anfassen. Wenn die noch Glück hat, Wallah, ich nehme sogar kein Geld. Ich Aber das schwöre ist bei bei Gott. Männern auch so. Hä? Bei Männern ist das. Guck mal, viele Männer erwarten zurzeit, dass die Frauen auf die Männer zugehen. Ist so, aber ist auch Aber richtig warum? so. Hä? Aber ich bin immer noch die, keine Ahnung, Eskikaffer so ein bisschen, weißt du, zurückgeblieben, die sagt, nein, ein Mann muss zu mir kommen. Man merkt, dass du geblieben bist, allein wie du schon angezogen hast, was aber auch nicht schlimm ist. Geschmack hast du ja auch nicht bei Klamotten. Und deine Haare sind auch ein bisschen ganz leicht fettig. Aber ich sag dir den Grund. Okay, erzähl weiter. Die Komm. Männer haben mittlerweile Angst, dass sie Korb bekommen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, weil die Frauen werden ja immer möchtegern, arroganter, jedes zweite Dorf Anschie, jedes zweite Dorfmatratze. Bettina denkt, die ist Kylie Jenner. Jedes zweite Dorftürke mit Knoblauch-Sarumsackgeruch denkt, die ist Jennifer Lopez. Dann denkst du, soll ich die jetzt klar machen oder nicht? Oder gibt ihr mir einen Korb? Bei mir ist das nicht so. Ich gehe direkt hin, komm, Hotel, komm, fertig. Ja oder nein? Bitte. Und das ist das beste Anmachspruch. Von 1.000 Frauen kommt immer einer. Weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, Anche, Wölfe reden normal nicht mit Schaf. Verstehst du? Schick niemals, um Engels Gesicht zu provozieren oder zu gewinnen, ein Schaf wie Rambo. Alle haben gesagt, Tiktoks Vater ist verloren, aber Tiktoks Vater ist wieder da. Verstehst du? Gibt keinen Besseren, wird immer ein Besseren bleiben. Okay, eine Frage. Und wenn die wissen, dass du nicht Engel bist, so, ne? Ja. Machen die dann trotzdem an? Bitte? Wenn die dich nicht kennen aus Social Media, machen die dich dann trotzdem an? Wallah, ja. Erstens wegen Tattoos. Und zweitens, ich habe schon. Kennst du den Tinder-Schwindler? Ja. Wallah, der Film hat mich eigentlich nachgemacht. Bruder, du musst die Frau das geben, was sie will. Einmal bin ich Pilot, einmal bin ich Arzt. Viel lügen. Wenn du viel lügst, Wallah, die sind naiv, die kommen erst sofort. Du musst viel lügen. Guck mal, dieser Hulus, ich frag die ganze Zeit, frag mal, ob er an meinen Fuß schnuppern will. Wer? Hulusi. Und ich soll dich, wie groß bist du eigentlich, Engel? 1,85 Meter, du? Dorisöle. Wenn Glaub ich. es nicht. Bist du behindert? Ja, hier, Stell schau dich dir mal, die. an die Tür. Zeig mal deine Füße, während du das machst. Was lachst du jetzt da so wie eine Behinderung? Crocs an. Jetzt ist gemütlich. Wie groß bist du? Ich bin 1,60. Ich bin eine Frau, ne? Ich bin eine Frau. Du kleiner Katze, du gehst gestiefelte Katze von Schreck. Ohne bist du klein, ja, ist klar. Aber guck mal, jeder schreibt, ihr seid gleich groß, ich schwöre. Wer labert das? Das ist Iftra. Der 1,68 ist der. Görmüştüm, sagen die. 1,62 ist der. Die 1,5. labern, ich schwöre, die labern. Weil ich hol 1,5, Meterstab, 1,85. ich hol Meterstab. Okay, Tamam cool. mı? Ich hol Meterstab. Momento. Frag mal nach seinem Kind. Boah, was für ein Kind, Mann. Der hat kein Kind, das ist der selber. Ich hol Meterstab. Das ist der Tamm viel mehr gemischt, ne? Frag mal, ob er an mein. Hey, wir machen, warte, wie groß sagst du jetzt? Wir machen eine Wette. Wenn ich gewinne, du spendest heute mir Warte, du 100 Euro. hast gesagt, 1,85 bist du. Hä? Du hast gesagt, du bist 1,85. Ja, aber du glaubst ja anscheinend die Leute. Warte kurz.
Ich glaub, guck mal, ich glaube nicht, dass du 1,85 bist. Vielleicht so 1,80, aber nicht 85. Also, man gibt 33 Jahre alt sein, stimmt's, ja. Der labert. Das werden wir ja sehen, ne? Frag mal nach Babykatzen. Arda, burada mısın Arda? Coştu. Yozgatlıyım. Gefälschte Rolex tragen. Hier, Zahlen lügen niemals, mein Junge. Okay. Leute, viel liken nicht fallen, nachlassen, gell? Bist du wieder da? So, pass auf. Warte. Ichinen. Der ist 1,70. Max. Wallah. Der ist. Hier, schau. Ich kann es nicht lesen, du musst näher dran halten. Hey, Leute, könnt ihr das lesen? Bakayım, bastığın yere bakayım. Was? Was Bastığım da was? yere. Ne kadar bastın üstüne. Bakayım, indir. Du bist so ein Teufel, Alter. Vallahi bak. Payaş. Ne, Vay be. ich bin tatsächlich genau 1,70 Meter. Egal. DVD de boy var, değil mi Engel? Ich bin groß, du bist klein. Du kommst nicht mal in den Ich Achterwagen habe rein. eine Frau. Guck mal, Ja, ich aber. beschütze dich. Ich sage, DVD de boy var. Sen bana du bist aber klein diyorsun. Ja, aber Tatlım du, yaranılmıyor ha. viele schreiben, du bist voll süß. Yani ich habe echt für dich gleich was Gefühle entwickelt. Wenn man hemen araya aşk oluyor, moruk was ich mag. Ohne Scheiß. Ja, Duello. Also mit Coelho konnte es funktionieren, aber dann hat die mein Bett geschissen, ohne Scheiß. Und dann, Aber wirklich, sei mir ehrlich. ja, der hat Durchfall gehabt, passiert, was soll ich machen? Bak hakkına girme, sei ehrlich. Ich schwöre dir, der hat Durchfall gehabt, aber ist doch egal. Ich habe doch das Bett wieder gewechselt. Yani, du musst sein, das ist menschlich. Wenn einer sich nicht duschen kann und nicht arbeiten will und die Mutter Alkoholikerin ist, die Vater verlassen hat, die redet mit ihren Brüdern nicht, weil er nicht böse. Red sowas nicht, scheiß drauf, egal. Nein, 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 doch, ich rede, weil der hat letztes Mal über mich auch geredet. Aber was auch nicht schlimm ist, was ja auch ein Mensch ist, die hat mir eigentlich leid getan. Wallah, ich habe die hergeholt, dass ich die ein bisschen fütter verlangt. Para werden. Ich habe ihr ein paar Klamotten gekauft, weil ihre Kilot auch hirtig, weißt du, Unterwäsche auch alles zerrissen. Wallah nicht. Diese Fackelfrau, Wallah, Unterwäsche alles zerrissen. Ich habe dir Wallah neue Unterwäsche gekauft, neues Ding. Sie hat gefreut wie ein Schulmädchen. Und Ist doch dann, gut. bitte. Hayır, hayır işlemişsin. Ist doch gut. Ja, das Problem ist, mit dir kannst du keine Beziehung führen. Alles dreht sich bei ihr echt um Internet, Digga. Ja. Alles. Schau, bei mir dreht sich. Die Leute um mich, die wollen immer, dass ich 8 bis 9 Stunden live bin. Oder wie diesen Asylwettbewerb Rambo. Ich kann das nicht 8, 9 Stunden. Geht nicht, aber auch im Privatleben, weißt du? Weil wenn das bei mir um Geld gehen würde, ich schwöre, ich würde immer Platz 1, würde ich jeden Tag gehen, aber alles dreht Und sich du nicht im arbeitest Internet auch, um. ne? Oder machst du nur diese Lives? Ich arbeite, ich bin Bäcker. Lüg doch nicht, ja? Ja, doch, ich bin Bäcker in Andersform. Sag Walla. Eigentlich könnten, ja, Wallah, weißt du warum? Ja, Du lügst du nicht. Ich weiß das. ich bin Bäcker in Andersform. O ne oluyor? Wir verkaufen auch gutes Mehl. Wir backen die besten Brötchen. Yapma, ne olur yapma Bei ya. uns kostet ein Mehl 200 Euro. Ich hab's nicht gecheckt. Luigi's Pizza, ja, du, wer hat das geschrieben? 300.
Ufuk, du bist ein guter Fan. Kennst du Luigi's Pizza in München? Willst du mal, gehen wir mal dahin essen. Walla, kommst du mal bei mir Besuch. Also, Walla, wir gehen. Luigi's Pizza kostet 95 Euro. Untenrum Pizza ist die Überraschung. Nicht die Pizza selbst. ich habe mal bei einer Pizzeria gearbeitet. Aber Echt? senin gibi başka bir türde değil yani. Ja, aber jeder, weißt du, du musst halt immer, das Geld ist mittlerweile wichtig, du musst immer dein Brotgeld nachgehen, weißt du? Deswegen, ich suche dir eine gescheite Arbeit, wo du dein Einkommen ein bisschen verbessern kannst. Also, Alhamdulillah, ich verdiene gut, Jane. Ich kann dir zum Beispiel gute Raubüberfalltricks bringen. Ich kann dir vieles beibringen. Wie man in Tankstelle reingeht und wieder mit 500 Euro rausgeht. Machst du nicht. Machst du nicht. Ich weiß, Kannst ja ben insan okum, hör mir mal zu, bak. Ben insanın gözünden anlarım ne mal olduğunu, okay? Bist du. Ja. Jeden kannst du anlügen, mich kannst du nicht anlügen, glaub mir. Guck mal, du Ja. trinkst da weg. Was sagst du? Gözlerime bak. Ya ne yapayım gösterin şimdi? Ya maşallah şöyle ceylan avım. Gözlerine sokayım. Ne? Gözlerini seveyim dedim. Engel. Ja. Du hast mir versprochen, bak. Tamam. Leute, macht mal Abstimmung. Rot, wir sind süß. Vielleicht ich schalte neue Freundin. Blau ist nein. Bist du hübsch, danke. Wallah, alle machen süß, lang. 200, Wallah, 300. Nur 70 sind dagegen, 300 sind dazu für uns. Ich danke schön. Vielen Dank, Leute. Hast du dir hatte musst sein? Evet. Sen? Vallahi Allah'tan değil, Kayseri'li. Sen? Kayseri. Yok, Kayseri, Yozgat. Aynısı be. Na Araba he. biliyor Takır moruk, iş şöyle diye ben musun? düşün. Engel, araba şey biliyor Ya ya, o Kayseri'den gelme. musun? Yozgat. Yağlama araba, ich kann kochen, ich war krass, ich bin krass kochen, aber Digga, sag niemals sowas. Böyle beni beş paralık adamlarla burada vergleichen, Araba yapma. şey yek mi beraber? Tamam, gel bana. Gel bana diyor. Oturmuş Sen Yozgat'tan şu nereden an. geliyorsun? Taftan mı? Belki köyün Yozgat. Merkezden geliyorum ya. Warst du schon mal da? Ja, dieses Jahr nach 12 Jahren das erste Mal wieder. Hast du schon mal da Esel gefüttert? Esel? Ya siz Yozgat şey oğlum köy amına koyayım. Çoban dolu iş Umma. böyle diyor. Bay Umma. Kural in München kenne ich, warte, nicht alle. Hier gibt es Yozgat'ın, ich schwöre dir bei Kur'an, nicht alle. Es sind sehr stabile. Der war mal erst einmal im Leben Solarium, der hat Solarium aufgelassen, die Tür. Bak o kadar cahil insanlar. Burada die wissen sowas nicht. Adamlar Nein, dövme nein, müme burada görüyor. Buradaki, ich wohne ja in einem Dorf. Vor allem hier uns, bei uns im Dorf, die gewisse Yozgat'ın, die sind wie Neandertaler. Adam alkolü görüyor ve tatu diyor ki, yeğenim bu ne yara mı diyor. Die sind wirklich wie Neandertaler. ja, Dedikodular, şeyler bunlardan geliyor. ich muss Aber ehrlich sok sagen, ja. diyorsan, bitte. Ja, du hast recht, wirklich. Obwohl, bak, ich komme selber aus Yozgat, ne? Ich bin zwar hier in Deutschland geboren, ama bak erkekleri çok adam çıkmaz derler. Ne Yozgat? Hallo, kannst du bitte Deutsch reden? Wir haben auch Deutsch gegessen. Okay, sorry. Die Leute, die aus Yozgat kommen, die sagen, das sind keine Männer. Aber Frauen, über Frauen reden die immer Positives, ja, ne? Bilmiyorum Morak, nicht alle, gibt Aber schon guck mal, du stabile. sagst, ich komme aus Kayseri. Bist du ein Geier? Ich nein. Also. Kayseri kann kein Geier. Kayseri, da kommen Betrüger. Bei uns waren damals sogar Juden, die wurden von uns Geier, betrogen, sagst abgezockt. Kayseri kommen Betrüger, ich kann kein Geier sein. Ich bin Robin Hood in modernen Version. Ben millete geçirip dağıtıyorum. Ich bin eigentlich der neue Robin Hood in Deutschland. Ab sofort mein Name Robin Engel, der Betrüger. Engel. Arda, sen de herkese stumun mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ist es ein Was? Modi oder was? Ja. Çıkart şu salağı lan. Vallahi es kanıyor bizi. Çıkart o salağı. Tu den von Modi raus. Ne Arda demek gerade gotini eben? Ihr sikeyim. seid ein schönes Paar dedi. Kıskanç Yemin öyle et. dedi. Yemin et. O senin Rolex'ine taktı. Rolex demek Rolex fälscht. Aber ist Oğlum doch bak nicht iyi bak. schlimm. Ich habe auch zum Beispiel gefälschte Louis. Nein Mann, ich habe ein Image. Ich bin doch nicht du. Ich bin doch nicht du. Bruder, wenn es gefälscht wird, es würde niemals so glänzen. Aber wir gehen morgen zusammen in Ding. Okay, das wollen wir. Hört Arda, bist du noch drin, Arda? Ich habe einen Rolex-Freund, den hole ich später um 11 Uhr rein. Da siehst du, ob das gefälscht ist.
Der eine, der wo bei Montana Black auch die Rolex verkauft, den Nummer habe ich. Den rufe ich später vor live an. Guck mal, das nützt mir nichts, wenn das echt oder gefälscht ist. Das. Ja, ne. Wallah. Leute, Action geht bei mir erst um 11 Uhr, Digga. Das ist so ein spontaner Live. Ich glaube, deine Leute wollen Action, Englisch. Wenn du Ja, mich. aber nee, bleibt. Jetzt ist noch zu früh für Action. Ja, ne, der kann doch mal auch anständig reden, Leute. Was habt ihr, ja? Adam in der Halle getreten, ja? Was habt ihr aus dem gemacht, Resmen? Ihr habt ein Biest aus dem gemacht, ja? Hört doch mal auf damit. Aber ich sag mal ehrlich, ohne Action, ohne Fitness ist doch TikTok langweilig. Ich will Ja, doch auch. schon, aber mach das mit den Leuten, Aber die ich. er ist 11 Uhr. Ich kick dich weg, wenn du, sobald du so mit mir redest, Wallah. Nein, nein, bei dir nicht. Du bist meine Prinzessin. Ich schreibe das dann privat. Okay, ich gehe kurz woanders hin. Komm noch mal Okay. 11 Uhr bei mir und schreib mir privat. Wir tauschen noch was aus, okay? Okay, hi, du Kölsch. Ach, ich habe ein bisschen Gefühle entwickelt, ja. Ah ja, diese Internetliebe. Oh, schaust du gut aus, meine Prinzessin. Wirklich, gerade war ich mit einem drin. Oh, was hast du gekauft? Nichts, ich geh's raus, wollte ich sagen. Wohin? Essen. Dann geh, inshallah, bleibt das Essen in dein Haar stecken. Geh raus. Itzallah, Itzallah in dein Haar stecken, diese Itzen. Was kommst du bei mir live, wenn du rausgehen willst? Itzallah.